Und sind wieder im ersten Raum. Du Dreckspiel, echt, ey. Da hat das Spiel uns getrollt. Mitte, links, rechts? Nee, Mitte, rechts, mit. Nee, einfach von links nach rechts, ne? Ja. Gut. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ist denn da jetzt der Ding offen? Ich hoffe, dass er offen ist, ey. Ich wüsste nicht, warum das nicht sein sollte. Aber für eine halbe Stunde Überstunden hier. Kein Problem. Ich habe am Anfang heute aber auch wieder ziemlich viel rumgepümelt, muss ich sagen. Mit einigen Erläuterungen zum letzten Stream. Und so. Von daher ist es gar nicht verkehrt, wenn wir hier noch hinten noch was dranhängen. Wo auch immer dieser Schalter jetzt war. Wir drücken einfach mal alle Schalter, die wir vorbeikommen. Hat jetzt gereicht. War einer davon für Raum Nummer 4. Niemand weiß es, niemand weiß es. Ach so, das Spiel trollt gar nicht. Das da oben ist einfach nur der Schalter, um wieder rauszukommen, ne? Also schon ein bisschen, aber. Also müsste jetzt der vierte Seitenraum offen sein. Dortend. Ihr dreckeligen. Ja, noch ein paar mehr. Komm. Oh Mann. Das Kampfsystem ist mit einer der größten Schwächen des Spiels. Ich glaube auch ein Grund, warum die Leute, die das Spiel früher nicht so gekannt haben und geliebt haben, aufhören. Heutzutage. Beziehungsweise nicht dranbleiben. Thank you.
Aua. Sind einfach zu flott, die Gegner. Waren die nicht gerade irgendwo einkesselt? So, da hat sich jetzt anscheinend rechts irgendwo ein Tor aufgetan. Dann hast du manchmal so einen Glückstreffer, weißt du, oder echt mehrere auf einmal. Per Zufall mal eben erwischt. Dort droben. Und wir finden einen Nektar und haben genug Nektar. Ich hätte entnehmen können, aber warum auch? Das wäre zu einfach. Ach Gott. Kapaf! Nüss. Haben wir auf einmal hier einen Soundeffekt wieder gefunden. Oh, hallo. Dann nehmen wir mal meinen Nektar. Dankeschön, guten Hunger. Bist du deppert? Ei. Danke. Ist das jetzt hier nur der Weg zurück, die Brücke? Aber wie bleibt ja eigentlich bestehen? Beziehungsweise konntest du mal kurz merken. Also an der rechten Säule einfach nur geradeaus hoch. Sollte man ja hinbekommen. Da ist die Axt auf Level 3. Ole, ole. Perfektes Timing. Oh nein, das ist wieder der Wurfkreisel.
Da betriffst du doch nichts. Also wie gesagt, immer noch, ich finde die Animation super cool, aber es ist halt viel zu langsam. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich raff gar nichts mehr. Warum sind denn jetzt wieder 1 Million Wege hier? Oder ist es einfach nur... Hä? Nee, Moment mal. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Scheiß aus die. Wollte eigentlich auf beide machen? Naja, gut, haben wir beide voll gehielt. Auch nicht ganz. Wenn jetzt gleich wieder eine scheiß Sackgasse ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist nur eine Abkürzung. Oder einfach nur eine Truhe. Ist auch fair, nehme ich. Kabum, kabam, kabeng, kapaf. Hattet ihr denn alle bisher einen schönen Montag? Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Buddies! Live. Nein, ja, tschüss. Entschuldigung. Ach, come on! Achso, wir brauchen ja gar nicht. Was mache ich denn hier? Komm, rein hier. Das sieht mir nach keinem soliden Grund aus da. Da laufe ich aber nicht drüber. Oder? Ich muss wissen. Na gut. Ach, das ist der Miniboss Möbius, ne? Der auf einmal ein bisschen mehr. So. Warte mal. Hier war auf jeden Fall irgendwo gleich noch ein Geheimgang. Nehmen wir uns erstmal den vor die Brust ein. Und da haben wir den Bronzespeer. Sehr schön. Ha! Aha! Genau, wusste ich's doch. Oh, der war, glaube ich, weit. Und diese Geheimgänge sind immer. Okay, aber sich davon nicht beirren lassen, sondern wir gehen direkt hier weiter. Nee, ist auch falsch. Hm.
Genau, hier. Das ist nämlich richtig tricky, ey. Junge, Junge, Junge. Ein Stück Wachs, viel Schwefel. Hallo. Aha. Du musst Moronius Bruder sein. Moronius, bist du das? Ich bin nicht Moronius. Ich bin sein Bruder, Impicelius. Woher kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir möglich Gruben zu überqueren. Das ist ja toll. Dann kannst du ja hier nach dem Juwelenauge suchen. Lass mich dich mit dieser Feuerballformel ausrüsten. Geil, die Feuerballformel. Ziel wird durch Feuer zerstört. Ja, die würde ich ganz gerne auch mitnehmen. Ich glaube, ich mach mal kurz die Hundeleben aus. Nehmen die Feuerball mit. Genau, die Brücke brauchen wir gleich eh nicht mehr. Du brauchst Schwefel und 2 Prisen Asche, um die Formel zu mischen. Möchtest du einen Spielstand speichern? Sehr gerne. Jetzt haben wir nicht mehr den Speicherpunkt Colossia Tempel, jetzt sind wir in Colossia. Auch interessant, ne? Cool. So, wunderbar. Damit haben wir den Tempel fast geschafft. Gemäß. Wir kommen wieder hier. Raus. Ohne dass der Imperator abstürzt. Huch, das war gerade komisch. Hat kurze Panik geschoben. So, dann da raus, dann hier rein. Rum, 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 rum. Hoch. Und hier wieder raus. Halleluja. Was ist denn hier oben noch? Auf dieser Balustrade versteckt. Nix. Naja, reicht ja auch, ne? Haben ja auch schon genug entdeckt hier. Ja, dann zurück in den Hauptraum. Gucken wir jetzt nicht irgendwie hier abkürzen. Path. Ey. Ganz scheiße wie bei 0 an, ey. Können wir nicht von mir runterfallen irgendwie? Ich dachte, wir kämen vielleicht direkt in den Zentralraum. Aber nee. Ja, wie kommen wir denn jetzt zurück?
da ist guter Rat teuer, ne? Verloren, verloren im Tempel. Nach dem verlorenen Schatz oder so. Tja. Moment. Ich glaube, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Meister da jetzt automatisch eine jo. Genau, um dann zu checken. Aha, der Speer kann den Schalter treffen. Dann geht das bestimmt im Hauptraum auch. Ich mache mich nicht über Behinderte lustig, höchstens über minder bemittelt. Denn ich arbeite selbst mit Behinderten. Das wäre mit Menschen mit Behinderung natürlich. Entschuldigung. Ah, speichern bei der Tussi spare ich mir jetzt. So, bam, bam, bam. Aber wir speichern mal kurz ein State. Dann sollten wir wieder erwarten, das zeitliche Segnen, wäre das doch sehr schade. So, und wir befinden uns im Kampf. Ne, wir befinden uns erstmal in einer großen... Ah doch, da ist er. Der Minotaurus Rex, oder wie der heißt. Der Dinotaurus. Wie ihr sehen, hat sein Skin etwas Ähnlichkeit mit dem des Lava Rex. Und auch sein Kampfverhalten. So, wir tun uns den Stress gar nicht an. Und hauen ihn einfach. Seine magische Stärke lässt auch zu wünschen übrig, wie wir sehen. What? Ich kann bei der Höhenforce leider nur zwei in die Luft. Das ist ein bisschen schade. Lassen Sie das! Ich weiß nicht, wo die eine da hingegangen ist gerade, aber. Ja. Und da haben wir den auch schon zerlegt. Bin richtig schön in den Bogen gemanscht. Ja, unsere Magien sind echt so schlecht. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt mit dem Pibbelspeer, den die ganze Zeit treffen, wäre echt ein bisschen ätzend. Und wir bekommen das zweite Diamantenauge und 3000 Juwelen gab es auch noch oben rein. Und eine Cutscene? Nein, wir werden direkt zum Anfang des Tempels gebracht. Das ist sehr nett. Das lobe ich mir. Was wollt ihr? Verschwindet. Ich sagte... Verschwindet. Mein Gott, sind wir aber echt... Sind wir gerade ziemlich stark, kann das sein? Nun gut. Wenn ich jetzt zurück ins Lager gehen würde, würde direkt, glaube ich, irgendwas gestartet werden.
Da hier gehen wir noch mal kurz jetzt in die Höhle westlich von Kotzkrüpel. Beim großen Graben. Jetzt sagt er so der erste, da kommt jemand. Oh, warte mal eben. Hätten wir erst nochmal zu Hector gehen müssen? Holger. Schön, dass du noch am Leben bist. Hast du die Diamantenaugen gefunden? Hi Hector. Ich hab sie hier. Die Diamanten. Gib sie mir. Okay, hier hast du sie. Nein. Ha, sie sind mir, endlich, sie sind mir. Die Diamantenaugen. Sie sind mir, Heureka. Heureka? Der Typ ist bescheuert. Man sollte ihm eine Talkshow geben. Egal, Palü, wir folgen ihm. Vielleicht bringt er uns Glück. Nicht so schnell, Kleiner. Unser Boss sagt, du bleibst hier. Bitte. Bitte. Jungs. Jetzt mal ehrlich. Lass er doch. 100 Juwelen nochmal extra erhalten. Das war leicht. Doch ich glaube, da kommt auch etwas auf uns zu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist denn mit Hector los? Ich schätze, Hector hat nichts Gutes mit Juwelen vor. Möglicherweise ist er schon nach Alidachheimer gegangen. Alle lachen. Tja, da haben wir uns mal wieder selbst übertüppelt. In diesem Fall gehe ich jetzt doch in Hectors Camp und guck mal, was der jetzt sagt. Und dann ist da wirklich Schluss. Jetzt haben wir schon eine Stunde überzogen. So gerne ich noch weitermachen würde, aber ich muss jetzt leider dann doch erstmal so ätzende Sachen erledigen wie Essen oder sowas. Voll schlimm. Hallo. Hector hat das Camp verlassen. Er ist wohl am Westufer vom Fluss. Okay, also er wäre so oder so weg gewesen. Stimmt. Das heißt, man kommt in der Szene gar nicht vorbei. Okay, das heißt, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist schon mal gut. Geldprobleme haben wir auch keine aktuell. Wunderbar. Gut, dann gehen wir jetzt noch nach Kotzkrübel. Ich liebe es, wie gut ich mit dem selbst torpedieren bin. Ich habe gerade überlegt, nimmst du jetzt noch Nektar oder nicht? Na komm, da ist bestimmt keiner drin. Natürlich ist da Nektar drin. Es ist immer Nektar drin. In 80% der Fälle. Mehr, würde ich fast behaupten. Müssen zwischen wirklich schon mehr als 80% gewesen sein. Ich glaube, es waren nur zweimal was anderes drin, also. Nun gut. Hallöchen, ich bin's wieder.
Lässt du dich auch mal wieder blicken? Willst du eine neue Formel auswählen? Nee. Möchtest du zurückrufen? Nee. Aha. Komisch. Ich hab gedacht, wir würden jetzt hier was anderes kriegen. Dann müssen wir davor wohl doch erst noch den Kampf in Alelachema abschließen. Nun gut. Auch dies sollte kein Problem darstellen. Ja doch, komm. Wir sprechen jetzt hier. Gut, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich. Ich freue mich über die ganzen neuen Follows, die ich bekommen habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem, was ihr gesehen habt und merkt euch den Kanal und kommt nochmal wieder. Wie gesagt, folgt mir am besten auf Twitch oder auf Twitter, um keinen der Streams zu verpassen. Ich kann noch nicht sagen, wann der nächste kommt. Ja, das war's von mir. Ich bin der Holger und ihr seid bei Secret of Evermore zu. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Abend und ciao, ciao.